Wir haben heute im Bundesrat einen Gesetzentwurf beschlossen, der jetzt auch beim Bundestag eingebracht wird, auf Initiative Baden-Württembergs. Unser Justizminister Rainer Stiegelberger hat einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Dopings im Sport vorgelegt. Wir haben ja eine ganze Reihe von Beispielen, gerade in Baden-Württemberg, siehe an der Uni Freiburg, wo es jahrelanges systematisches Doping offensichtlich gegeben hat, siehe den Fall Schumacher in Stuttgart, wo wir feststellen müssen, dass Doping im gewerblichen Sport eine große Rolle spielt und es hier auch zu massivem Sportbetrug kommt durch Dopingmittel und Dopingmittelmissbrauch. Und wir haben leider erleben müssen in der Vergangenheit, dass die bisherigen Strafgesetzbuchregelungen nicht ausreichen, um jenseits der reinen Sportgerichtsbarkeit, also von Sperren und Ähnlichem, tatsächlich hier strafrechtlich Sportbetrug und Missbrauch von Dopingmitteln zu bekämpfen. Deswegen haben wir jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, der vorsieht, dass Sportbetrug und die Einnahme oder die Anwendung von Doping zum Sportbetrug auch in Zukunft strafbar wird. Das heißt, dass wir dann auch den Sportler strafrechtlich belangen können, der diesen Betrug begeht, und dass wir auch die Hintermänner des Dopings, also wenn es um den Verkauf, den Handel mit Dopingmitteln angeht, dass wir auch die strafrechtlich belangen können. Das ist wichtig, weil wir erleben, dass Doping eben nicht nur im Spitzensport oder im gewerblichen Sport vorkommt, sondern zum Teil ein Massenphänomen auch ist in Fitnessstudios und anderen Orten und hier in durchaus Formen von organisierter Kriminalität mit Dopingmitteln gehandelt wird und da auch ein erheblicher Schaden eintritt, sei es für die Personen an Leib und Gesundheit, sei es aber auch durch den illegalen Verkauf von Dopingmitteln. Dafür haben wir heute einen Gesetzentwurf eingebracht und beschlossen im Bundesrat. Ich freue mich sehr, dass die Initiative aus Baden-Württemberg erfolgreich war und ich hoffe, dass jetzt der Bundestag, sobald er wieder arbeitsfähig ist, das auch schnell umsetzt. Sportliche Großereignisse stehen vor uns und es wäre gut, wenn wir tatsächlich Sportbetrug in Zukunft auch strafrechtlich belangen können. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht aus Baden-Württemberg. Da geht es um die Privilegierung von Elektrofahrzeugen. Wir haben ja heute werden Elektrofahrzeuge im ruhenden Verkehr beim Parken genauso behandelt wie alle anderen auch. Wir haben jetzt gemeinsam mit Hamburg Vorschläge eingebracht, die vorsehen, dass Elektroautos privilegiert auch parken können, gerade an Ladestationen. Bisher ist es nicht geregelt und wir haben durch die Elektrofahrzeuge, die ein bisschen teurer sind, überhaupt keine Vorteile im Straßenverkehr. Wir wollen einen Anreiz schaffen, dass es sich auch sagen, im Alltagsgebrauch Vorteile hat, wenn man elektrisch fährt oder mit sehr schadstoffarmen Fahrzeugen. Deswegen haben wir einen Gesetzesvorschlag zur Änderung der Straßenverkehrsgesetze eingebracht, damit hier auch im Alltagsverkehr Vorteile für Elektrofahrzeuge bestehen. Zum Beispiel beim Parken, wenn es um die Frage angeht, wie werden Ladestationen ausgewiesen in den Straßen, wenn es um die Frage geht, wie werden die Gebühren festgesetzt, dass ich auch sozusagen kostenlos parken kann, wenn ich gleichzeitig tanke. Das sind Vorschläge, die wir eingebracht haben. Wir haben bisher, kommen wir bei der Ausbau der Elektromobilität nicht so voran, wie wir uns das wünschen in Deutschland, gerade weil es zu wenig positive Anreize für die Benutzung von Elektrofahrzeugen gibt. Und damit haben wir einen weiteren Beitrag dazu geleistet, dass dazu Regelungen kommen. Der Bundesrat hat es beschlossen. Also auch da waren wir aus baden-württembergischer Sicht sehr erfolgreich.